Brombeeren. Erste Aufgabe können wir leider nicht lösen. Das war's dann mit Night of the Rabbit. Oh Mann, weil sind sie doch in der, zumindest auf dem Weg zur Stadt, aber wir können da gar nicht hingehen. Das hatten wir schon. Nur noch das ist. Ja. Das hatten wir doch schon. Ja, ist ja gut. Aha. Ah, da hinten gibt es noch eine ganze Menge Brombeeren. Aber dieses dornige Gebüsch ist im Weg. Dieses stachelige Gebüsch scheint zu glauben, mich von den saftigen Brombeeren da hinten fernhalten zu können. Jemand sollte ihm eine Lektion erteilen. Autsch! Diese Runde geht an dich, dorniger Busch. Okay. Münze mit Loch. Ich würde sagen, der hier tut's. Nun gut, ich habe keine andere Wahl. Mit zwei Hieben. Der Busch stand zwischen mir und Mamas Brombeerkuchen. Ein tödlicher Fehler. Offensichtlich. Nein, falsch. So, was sind das? Hagebutten. Die sehen auch aus, als wollten sie gepflückt werden. Die sehen aus, als wollten sie gepflückt werden. Die kommen gleich in den Brombeerkorb. Warum muss die Kreuzspinne ausgerechnet auf meinen Brombeeren wohnen? Vielleicht will sie beerensammelnde Abenteurer in die Falle locken. Bestimmt. Hast du gedacht. Aber nicht mit Jerry Haselnuss. Wieso heißt der Haselnuss? Ja, wieder der Stock. Gute Idee. Gell? Oh, jetzt ist es ab. Die schreien quasi danach, gepflückt zu werden. So, erste Aufgabe erfüllt. Jetzt gibt's gleich Kuchen. Ich habe jetzt einen ganzen Korb voll mit Brombeeren. Dafür will ich aber das erste und größte Stück Brombeerkuchen bekommen. Mama! Ja? Ich habe dir einen ganzen Korb voll Brombeeren gesammelt. Danke, Jerry Schatz. Dafür bekommst du auch das erste Stück Brombeerkuchen. Juhu! Okay. Moment. Nur das erste? Und das größte, Jerry. Da ist der Haushalt der Familie Haselnuss knapp einem diplomatischen Zwischenfall entgangen. Tja. Nanu? Was war das denn? Irgendwas da drin bewegt sich. Oh, heiliger Bimbam! Okay, nur Mut. Solange es kein Gremlinwolf ist, habe ich nichts zu befürchten. Das ist bestimmt nur wieder einer von diesen Waschbären. Ganz vorsichtig. Was?
Was war das denn? Der Brief ist einfach in meine Tasche geflogen. Okay. Da ist er ja. Angucken, rechts. Ein fliegender dreieckiger Brief? Und dann auch noch ohne Absender. Mal sehen, was drin ist. Da ist ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Dreie. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Was? Das war aber schlechtes Gedicht. So, Freunde, ich hatte hier gerade einen kleinen Hänger. Müsstet aber wieder gehen. Jetzt schauen wir nochmal den Brief an. Da ist ein seltsames... Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Dreie. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra, die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. So, ich habe mir jetzt mal ein paar Notizen gemacht. Ups, wollte ich gar nicht. Ich wollte nur aus dem Inventar raus, denn ich glaube, ich weiß schon, was wir... Zumindest so halbwegs, was wir machen müssen. Und zwar hatten wir hier einen großen Stein. Jetzt schauen wir mal, ob wir auf den was malen können. Kalkstein ist weiß. Ich könnte den Kalkstein unter dem schweren Stein zermalmen. Aber wo soll ich das machen? Na da. Der Stein ist zu glatt, um darauf zu zeichnen. Und weglegen will ich den noch nicht. Ich könnte den Kalkstein unter dem schweren Stein zermalmen. Aber wo soll ich das machen? Okay. Was soll ich einstecken? Ich leg den schweren Stein zurück. Okay. Das geht nicht in die Arme. Der gibt einen guten Tisch für ein Picknick ab. Der Stein. Leider mieft der Tümpel im Sommer so seltsam, dass man hier nichts runterbekommt. Nicht mal ein... Was ein... Ja, versuch mal damit. Ich leg den schweren Stein zurück. Das geht echt in die Arme. Ich will immer mit Rechtsklick das Inventar aufmachen. Das geht aber gar nicht. Dafür ist mir mein letztes Streichholz zu schade. Dafür ist mir mein letztes Streichholz zu schade. Früher habe ich hier ab und zu nach Kaul das Wasser trotzdem... Da ist ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Dreie. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Okay. Dafür ist mir mein letztes... Wir brauchen Pulver. Ladung defekt. Sprengung unmöglich.
Tja, die Baumfrucht haben wir auf jeden Fall. Ein Gefäß. Ach, aje. Etwa die Cola-Dose? Ich habe das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Wir müssen erstmal auf den Stein schreiben. Ups, ach, ich gehe immer auf Escape. Erstmal auf den Stein schreiben. Stein schreiben, Stein schreiben. Könnte noch auf den Stein schreiben. Nein. Maus. Rad ist das Inventar, nicht Rechtsklick. Hier drauf kann man sicher super mit dem Kreidestein zeichnen. Ich werde das Symbol aus dem fliegenden Brief zeichnen. Okay. So. Nanu? Eichhörnchen. Eichhörnchen. Wie süß. Was machen die denn da? Sieht fast so aus, als ob sie mir was sagen wollen. Und dann sind sie schon wieder weg. Sieht aus, als hätten sie da bei den Pilzen etwas liegen gelassen. Offensichtlich. In einem meiner Bücher in den aber doch. Ich. Na, nimmst du das jetzt? Ah, da war's gerade. Das Blatt ist ein schöner Mauspfeiler, aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Eichhörnchen haben hier im Pilzkreis ein Stück Baumrinde zurückgelassen. Das nehme ich besser mit. Ja. So. Weiß zeichne auf den Stein und dann soll weiß ein Pulver sein. Pulver machen wir hier. Ich könnte den Kalkstein unter dem schweren Stein zermalmen. Aber wo soll ich das machen? Hier. Warum nicht einfach da, wo der Stein ist? Verstehe ich gerade nicht. Was ein? Oh, ich leg den schweren Stein zurück. Aha, das geht. Moment, jetzt habe ich eine Idee. Nimm den nochmal hoch. Was ein? Ihr Rechtsklick ist falsch. Mausrad. Oh ja, das war trotz. Na, nimm nochmal. So. Was ein? Und Mausrad. Und. Bis da komme ich mit dem Ding nicht. Was? Bis da komme ich mit dem Ding nicht. Ah, ich habe eine Idee. Oh, ich leg. Aha. Okay, das da drunter vielleicht. Rinde hilft da nicht viel. Nee. Ein weißes Pulver. Da kritzel ich besser nicht rum. Krümel. Ah. Oh, leider mief der Tümpel im Sommer nicht mal ein Stück. Ich glaube, er wollte gerade irgendwas sagen. Hat es aber übersprungen. Vielleicht habe ich versehentlich geklickt. Was soll ein. So. Aha, das geht echt in die Arme. Den krümeligen Stein hat's einfach pulverisiert. Perfekt. Genau wie in dem Brief beschrieben. Ziemlich cool. Jetzt habe ich feines weißes Kreidepulver. Fühlt sich gut an. Gut. Nein. Mausrad. So. Jetzt ist es so. Früher habe ich mich immer auf diese. Jetzt. Ja, ich weiß schon. Du sollst da eigentlich den Staub drauflegen. Das bringt nichts. Okay. Doch ins Gefäß. Tatsächlich. Okay. Ist drin. Jetzt müssen wir das nochmal lesen. Mit. Da ist ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Okay. Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Mhm. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Dreie. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern an. Okay, reicht schon wieder. Jetzt Baumhaut. Auch drin. Okay, Baumhaut, Baumfrucht. Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos.
Ich muss da rein. Hagebutten sind cool. Nicht? Das ist doch eine Baumfrucht. Das ist keine Baumfrucht. Ach, wir brauchen eine Eichel, glaube ich. Eichel. Eichel, Eichel, Eichel. Der gibt einen guten. Ja. Eichel, 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 da lang. Baumhaut, Baumfrucht und Baumwurzel oder so ähnlich. Das da, da. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Oh. Da habe ich aber gut was runtergeknüppelt. Okay. Ist bisher sehr eingängig. Also macht alles logischen Sinn. Halt, wir können, glaube ich, hier bleiben. Hausrat. Baumfrucht. Baum. Hier? Wurz ist vielleicht der Stock? Ein Stock bringt hier nichts. Nee. Hagebutten sind cool. Baumwurz war es, glaube ich, ne? Da ist ein seltsamer. Wie er schwarz das Land. Schwarz und weiß, die darauf folgen der Zutaten nun Reihe. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Anzünden. Okay. Jetzt habe ich schon mal alles notiert, was wir hier brauchen. Aber was ist eine Baumwurz? Hier soll es einmal einen alten Wanderpfad gegeben haben. Vielleicht heißt der Baum deshalb Pfadbaum. Jetzt ist hier jedenfalls Sackgasse. Baumwurz. 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 Wo finden wir hier ein Stück Wurzel? Also hier glaube ich schon mal nicht. Weil hier haben wir inzwischen wirklich alles abgesucht. Was haben wir hier drüben? Nichts. Nichts Großartiges. Schauen wir mal hier nochmal in die Brombeerenecke. Waldkreuzung. So. Gruppe kleiner Statue, Waldkreuzung. Kleine liegende Statue und die Mauer. Also die Baumfrucht war einfach, aber wo die Baumwurz ist, ich habe noch keine gesehen. Sonst hätte ich sie schon mitgenommen. Hey! Nee, das ist ein Busch, kein Baum. Und eine Wurzel ist es auch nicht wirklich, sondern eine Ranke. Mama sagt immer, ich soll aufpassen, dass ich im Wald nicht verloren gehe. Ja. Baumwurz. Manchmal finde ich, die Statue sieht verfressen aus und manchmal ausgehungert. Woran das wohl liegen mag? Der kleine zufriedene Hase sitzt da noch. Sie sieht so zufrieden aus. Und jetzt brauchen wir immer noch die Baumwurz. Speichermenü, wie praktisch. Speichern, schwupp und zurück. So, weiterspielen. Baumwurz. Also den Stock möchte er nicht nehmen. Ist auch nicht wirklich eine Wurzel. Schauen wir mal in unserem Garten, vielleicht gibt's da sowas. Wäsche. Früher haben Spatzen in diesem Nest gewohnt. Vielleicht zieht ja nächsten Frühling wieder jemand hier ein. Ich frage mich, was der Zwerg alles zu erzählen hätte, wenn er sprechen könnte. Er hat sicher viel gesehen. Vermutlich. Wir brauchen nur noch die Baumwurz. Gibt's doch nicht. Mama ist wohl schon zum Einkaufen gefahren. Ich frage mich, wie spät es gerade ist. Hauptsache, ich verpasse nicht das Essen. Ich habe mein geheimes Lager schon geplündert. Schade,
Die sehen echt lecker. Pfui, Deibel, sind die sauer. Schon wieder, ich glaub's nicht. Diese Johannisbeere. Okay, keine Baumwurz hier. Ach, wie oft ich mir hier schon einen Splitter gezogen habe. Mama sagt immer, ich soll aufpassen, dass ich im Wald nicht verloren gehe. Ja, ja. Dann sage ich immer, hey, ich bin schon... Da ist eine Wurzel. Sieh eine. Aber an die kommen wir auch nicht ran. Mm-mm. Früher soll es hier wichtige Wanderwege in die Ferne gegeben haben. Das war lange, bevor es Autos gegeben hat, sagt Mama. Heute kommt man von hier aus nur zu uns nach Hause und in den Wald zum alten Pfadbaum. Diese kleinen Tierstatuen haben die Leute hier vor langer Zeit aufgestellt, damit sie Wanderern Glück bringen, sagt Mama. Vor ein paar Jahren waren es aber mehr, glaube ich. Baumwurz. Auch keine Hagebutte. Hagebutte? Nee. Ein Stopp. Der geht nicht. Ein Stopp. Eine Karotte? Okay, jetzt ist alles drin. What the f... Ich meine natürlich, huch, okay. Waldkreuzung. Okay, das sollte klappen. Ein Kreis. Kreis auf Kreuzung und noch anzünden. Ziemlich gruseliges Ritual, was wir hier machen, Freunde. Okay. Na gut, dann wollen wir mal. Wir brauchten keine Baumwurz, wir brauchten nur eine Wurz. Cool, eine Zaubererkiste. Oh, unmöglich. Die Truhe kam aus dem Nichts. Es ist ein unmöglicher Reisekoffer. Und ich habe ihn herbeigezaubert? Jaha! Ich hab's doch gewusst. Übung macht den Meister. Haselnuss hat einen an der Nuss, haben sie gesagt. Zauberei gibt es nicht, haben sie gesagt. Die werden staunen. Oh ja. Zylinder! Sie ist mit verschiedenen Utensilien für eine Zaubervorstellung vollgepackt. Der große Zarow steht auf dem Poster. Ob das seine Sachen sind? Sein Zylinder? Okay. Der große Zarow. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Das Poster sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zarow der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Plakaten mitnehmen. Oh, da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. Aha.